Borussia, BB2K, erster Channel. Herzlich willkommen, bienvenue, welcome to my show. Ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, denn heute möchte ich euch was Spezielles zeigen für alle, die günstig mal in die Gas-Blowback-Welt einsteigen möchten und nicht mehr als 100 Euro ausgeben wollen. Und da habe ich was für euch, und zwar dieses wunderschöne Schnuckelchen hier. Und zwar eine 1911er von Army Armament. Das Ganze nennt sich hier R28 und hat alles an Bord, was das Gas-Blowback-Herz höher schlagen lässt. Vollmetall, ein Gasmagazin wie bei einer Gas-Blowback, einen beweglichen Schlitten wie bei einer Gas-Blowback und, also da muss ich meine Brille aufsetzen, denn der Bruce hat ja Vorbildfunktion, deswegen schießen immer nur mit Brille. Was wollte ich sagen? Ach ja, die hat einen wunderschönen Kick mit Schlittenfanghebel, so wie das sein muss. Also ich bin total begeistert, und ob ihr es auch seid, denke ich mal, das werdet ihr erfahren am Ende des Reviews. Ich würde sagen, Schlitten vor und Intro ab. Intro ist durch, und ihr habt gesehen, ich habe sie wieder verpackt, denn ja, ich möchte euch zeigen, was ihr hier für 98 Euro bekommt, wenn ihr für 98 Euro die Army Armament R28 für 98 Euro kauft, ja, unter 100 Euro. 98 Euro sind 100 Euro, genauso wie ich am Anfang gesagt habe, kostet die Army Armament R28 unter 100 Euro, also 98 Euro kostet das gute Stück, ich laber so viel. Was ist drin? Egal, scheiß drauf, ihr kennt mich. Ja, Lieferumfang. Wie gesagt, das gute Stück kostet, richtig, 98 Euro. Beziehen könnt ihr sie bei Sniper AS. Da gibt es noch andere 1911 Modelle von Army Armament. Die ganzen Produktlinks, die packe ich euch in die Videobeschreibung. Aber zurück zum Lieferumfang. Wenn ihr das gute Stück kauft, dann kommt es hier in dieser gelben Verpackung mit dem passenden Aufkleber zum Modell. Hier zum Beispiel R28. Wenn man den Karton öffnet, ist die Airsoft schön gebettet, so wie es sein muss. Und nochmal geschützt durch eine Anleitung. Das zeige ich euch auch mal. So sieht eine Anleitung aus für Airsoft-Pistolen, ja. So mit kleinen Bildchen und mit englischer Schrift und mit chinesischer Schrift. Und da kann man dann sehen, was man so alles mit so einer Pistole anfangen kann. Legen wir mal zur Seite, sollte jedem klar sein. Dann haben wir hier noch einen kleinen Extra-Karton. Und zwar haben wir hier noch ein Hop-Up-Gummi von der Firma GBU. Das hat Sniper S noch hinzugepackt, weil die Hop-Up-Gummis ab Werk von Army Armament nicht so gut sein sollen. Die neueren Modelle, die jetzt erst reingekommen sind bei Sniper S, haben dieses Gummi nicht mehr mit dabei, weil Army Armament hat ausgebessert. Soll wohl jetzt laufen wie ein Zäpfchen. Ich bin gespannt. Ich bin jedenfalls, find's toll, dass Sniper S uns das hier mit hinzugepackt hat. Ja, was gibt es da noch dazu? Dann gibt es ein kleines Hütchen. Ein kleines leckeres Tütchen mit Bibis. Dann haben wir hier ein 1911er Tool. Einmal hier zum Disassemble vorne. Und hier haben wir noch so ein, ja, Magazin-Ladetool. Das zeige ich euch später. Dann gibt es ein Gasmagazin dazu. Das sieht so aus. Single Stack. Und natürlich, wer hätte das gedacht? Schiebe ich mal zur Seite. Haben wir hier die R28 von Army Armament. So sieht sie aus. Dreh es mir um. Eigentlich, ja, nicht schlecht, oder? Und das Ganze für 98 Euro. Ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist. Vielleicht ist hier irgendwas in dem Kaffee drin, den meine Frau mir heute Morgen gemacht hat. Aber ich denke mal, jetzt kommen wir mal runter. Jetzt weiß, glaube ich, auch jeder Bescheid, was die Army Armament R28 kostet, ja? Na? Richtig, 98 Euro. Ja, aber
Schluss jetzt, jetzt kommen wir mal wieder langsam runter. Besser gesagt, ich komme jetzt wieder runter und jetzt werden wir mal wieder ernsthaft. Und ja, kommen wir mal zum Bodycheck von der Army Armament R28. Und da muss ich sagen, war ich eigentlich total überrascht. Ich hatte jetzt für den Preis von 98... Entschuldigung, kann sein, dass es noch mal öfters vorkommt. Also, dass ich für diesen guten Preis habe ich erstmal gar nicht so viel erwartet. Als ich sie dann aus dem Karton geholt hatte, dachte ich, Mensch, fühlt sich ja richtig solide und richtig schwer an. Ich hatte irgendwie da was ganz anderes erwartet. Also, wie gesagt, Vollmetallbauweise haben wir hier. Ich halte es mal rein. Sieht es auch alles sehr, sehr schön verarbeitet aus. Die Haptik, so ein Mattschwarz, ganz toll aufgebracht das Ganze. Hier gibt es keine Gussnähte oder sowas, richtig schön gemacht. Auch hält sich hier das Klappern in Grenzen, also ist richtig schön. Das einzige Negative, was ich dann sofort festgestellt habe, wenn man die anfasst, nämlich der Griff ist so ein bisschen komisch. Hört ihr das? Der klingt ein bisschen billig, aber ich denke mal, das ist nicht so dramatisch. Da kann jeder sich dann auch einen anderen Griff ranmachen, wie er möchte. Denn das Schöne an dieser Army Armament ist, diese hat Tokyo Marui kompatible 1911er Teile. Heißt also, hier könnt ihr rumwerkeln und basteln, ausbessern, tunen an dieser 1911er, so wie ihr möchtet. Richtig schöne Geschichte. Ja, ich muss sagen, also für den Preis von 98 € hat Army Armament hier wirklich was Tolles, Optisches schon mal hergestellt. Wie denn der Rest der Geschichte hier so ist, das zeige ich euch dann im Laufe des Reviews und dann werde ich dann auch in meinem Fazit und in meiner Kaufempfehlung dann sagen, was ich denn endgültig von der Airsoft Replik hier halte. Zu diesem Stand erstmal muss ich sagen, dass man hier für 98 € wirklich was richtig Schönes bekommt. Und ich habe schon wieder festgestellt, ich habe den Preis schon wieder mehrfach erwähnt. Aber ich hoffe mal, dass sich das im Laufe des Reviews noch ändern wird. Ich denke mal, jetzt mache ich weiter mit den Daten. Dafür mache ich den Daten schon mal ein wenig Platz. Hersteller Army Armament, Typenbezeichnung R28 Warrior. Haben wir hier eine Gesamtlänge von 217 mm. Die Lauflänge beträgt 150 mm. Das Gewicht dank Vollmetallbauweise 980 Gramm. Original wiegt sowas um die 1,1 Kilo. Also sind wir hier schon ziemlich nah dran an der ganzen Geschichte. Ja, System haben wir hier Gas Blowback Kaliber 6 mm. Die Magazinkapazität beträgt 25 Schuss. Und die Power beläuft sich laut Hersteller bei 300 FPS bzw. 0,8 Joule. Und ich entferne mal den Datenbildschirm. Ihr wisst Bescheid. Das teste ich für euch jetzt im Chrono. Also der Kick gefällt mir richtig gut, macht richtig Spaß mit der Army Armament hier zu schießen. Von daher gibt es für mich schon mal einen Pluspunkt. Also der Kick, der war ja schon mal gar nicht schlecht. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal ein bisschen näher ran und ich zeige euch die R28 Warrior mal etwas genauer. Und starten wir mit dem Schlitten. Der ist wie der Rest der Waffe aus Metall gefertigt und sitzt fast spielfrei hier auf dem Griffstück. Ihr seht, es wackelt zwar ein wenig, aber hier hätte ich Schlimmeres für 98 € erwartet. Also hier hat mich Army Armament wirklich sehr positiv überrascht. Die R28 repetiert auch sehr sauber und störungsfrei. Zur Erleichterung sind hier vorne und hier hinten Riffelungen angebracht, sodass ihr die Airsoft entweder so von vorne laden könnt oder klassisch von hinten.
Die vordere Visierung sowie die hintere Visierung sind starr und lassen sich nicht einstellen. Neonfarbene Punkte erleichtern die Zielerfassung enorm und lassen so eine Art Fiberoptik aufkommen. Die Kimme vorne ist hier bei meinem Modell ein wenig locker, während hier bei der hinteren Visierung alles stramm sitzt. Wer möchte, kann die vordere und die hintere Visierung ganz einfach gegen richtige Fiber- oder fluoreszierende Optik austauschen, um in der Dämmung noch eine gute Zielerfassung zu haben. Thema Markings. Ja, und da sieht es bei der R28 Warrior ein wenig dünn aus. Das Einzige, was wir hier finden, ist hier am Griffstück das Importeur-Logo mit dem F ziemlich dezent aufgebracht. Das gefällt mir sehr gut. Und hier an der Patronenkammer sehen wir die Kennzeichnung 45 ACP. Das Griffstück weist vorne eine 22 mm Picatinny-Schiene auf, wo ihr eure R28 Warrior stylisch zum Beispiel mit einem Lampendummy aufwerten könnt. Auf der linken Seite des Schützens finden wir hier den Schlittenfanghebel aus Metall und der tut genau das, was er tun soll. Nach dem letzten Schuss fängt er den Schlitten und lässt ihn beim Betätigen wieder nach vorne schnalzen. 1911er typisch bietet auch die Replik hier von Army Armament die beiden Sicherungen. Da haben wir zum einen einmal die Handballensicherung aus Metall. Die arbeitet ohne Probleme. Ich zeige es mal. Einmal durchgeladen. Wenn die Handballensicherung nicht eingedrückt ist, kann ich hier drücken, wie ich will. Nichts passiert. Erst beim Eindrücken der Handballensicherung kann ich einen Schuss auslösen. Das ist natürlich normalerweise, wenn ich die Airsoft in die Hand nehme. So funktioniert die ganze Geschichte. Der zweite Sicherungstyp ist die Schlittensicherung aus Metall. Hier und da, die ist beidseitig angebracht, also ideal hier für Rechtshänder und auch für Linkshänder kann ich die ganze Geschichte hier bedienen. Ist die Sicherung aktiv, kann ich trotz gedrückter Handballensicherung hier keinen Schuss auslösen. Kleiner Kritikpunkt an dieser Stelle, für mein Gefühl arbeitet hier die Schlittensicherung ein wenig zu leichtgängig, sodass man sie aus Versehen auslösen kann, lässt sich aber beheben, indem man hier die Feder etwas verstärkt. Des Weiteren ist mir aufgefallen, wenn ich hier die Seite mal festhalte, dürfte sich die Seite eigentlich nicht bewegen und ihr seht, ich habe hier trotzdem auf der rechten Seite ein wenig Spiel. Nicht dramatisch und kann, wenn es stört, auch leicht behoben werden. Wir sprechen hier ja nicht von einer 1000 Euro Inokatsu, sondern von einer 98 Euro R28 und daher alles noch vollkommen im Rahmen. Umso erfreulicher ist der Abzug. Dieser besteht aus unbehandeltem Aluminium, hat hier diese drei Bohrungen für die Gewichtsreduzierung und ja, sieht rein optisch dann der 1911er Moi sehr ähnlich. Ja, aber das ist eigentlich nicht das, was mich so begeistert hier, diese moderne Optik, sondern das ist das Abzugsverhalten und das ist richtig genial, denn der Trigger hat einen tollen Druckpunkt und hakelt kein Stück. Ich zeig's mal, ich lade mal kurz durch. So, jetzt habe ich den Druckpunkt und zack. Der Schuss kann sauber und kontrolliert ausgelöst werden, ohne dass ich hier irgendwelche Hakelprobleme habe. Dafür sitzt der Abzug sehr locker hier im Gehäuse. Aber das nehme ich gerne in Kauf, wenn ich dafür was Störungsfreies in der Hand halte. Kommen wir zum Magazinlöseknopf. Der befindet sich 1911er typisch auf der linken Seite vom Schützen. Das ist der Knopf. Der hat eine schöne stramme Feder, sodass das Magazin nicht aus Versehen herausgeworfen wird. Aber wir machen es mal, weil wir schauen uns jetzt mal das Magazin etwas genauer an. Dieses besteht aus Metall, hat eine Kapazität von 25 Schuss und eine Gasfüllung. Hier ist das Ventil, hier kommt das Gas rein. Reicht auch genau für 25 Schuss. Man merkt dann auch, die letzten Schüsse werden so ein bisschen schwächer. Dann ist das Magazin hier auch leer. Das Befüllen der Bibis ist eigentlich sehr einfach. Hier haben wir diese Feder, die brauchen wir nur mit dem Finger nach hinten ziehen. So. Und dann haben wir hier eine breitere Öffnung hier hinten. Und hier werden einfach die Bibis reingelegt. Und dann geht das ganz einfach. Feder wieder nach vorne und wir haben die ganze Sache geladen. Wer es komplizierter haben will, im Lieferumfang ist hier auch noch dieses Tool mit dabei. Das hat auch die Funktion, einem das Laden zu erleichtern. Ich hoffe mal, dass ich es jetzt gleich schaffe auf Anhieb. Und zwar wird das hier vorne eingesetzt. So. Und dann wird die Sache hier gespannt. Ihr seht, jetzt habe ich das Magazin nach hinten gelegt.
kann jetzt die Bibis einführen und wenn ich fertig bin, lasse ich die ganze Sache wieder nach vorne schnalzen. So soll es sein, aber ich muss ehrlich sagen, man braucht es wirklich nicht. Kommen wir zum Schusstest von der Army Armament R28. Ich schieße jetzt 10 Schuss auf 10 Meter Entfernung mit 0,20 Gramm Bio-Bibis. Ja, und ich bin gespannt, wie die Performance hier von diesem super günstigen 1911er Gas Blowback System ist. Bevor wir zu den Pro und Contras kommen, würde ich sagen, machen wir hier mal einen kleinen Striptease und machen die R28 noggig. Heißt, wir bauen sie mal auseinander und schauen uns mal das Innenleben etwas genauer an. Das Auseinandernehmen ist eigentlich super einfach. Zunächst schieben wir den Schlitt nach hinten, der rastet dank des leeren Magazins ein. Dann nehmen wir das Magazin raus, legen es auf den Tisch. So, und jetzt widmen wir uns der Federführungsstange. Die muss abgeschraubt werden, bevor wir weitermachen können. Das geht auch ganz einfach. Das lege ich mal hier hin. So, und jetzt wird der Schlitten ein Stück nach vorne geschoben. Und zwar nur bis zu dieser Position, dass der Schlittenfanghebel-Nippel genau hier an dem Loch ist. Und dann können wir den Schlittenfanghebel einfach rausdrücken. So, ich mache das mal. So, den können wir dann entfernen. Und jetzt lässt sich der Schlitten vorne auch ganz normal abziehen. Griffstück können wir schon mal zur Seite legen. So, und jetzt widmen wir uns der Laufbuchse. Um diese zu entfernen, habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder macht ihr das mit diesem mitgelieferten Tool. Dann drückt ihr das Tool hier einfach nur auf die Seite, dreht es und könnt so die Laufbuchse entfernen. Oder ihr könnt es auch, weil nicht so viel Druck ist, es einfach so machen, indem ihr hier auf die Hülse drückt. Und die ganze Sache per Hand zur Seite schiebt. Jedenfalls lässt sich so dann die Buchse ohne Probleme entfernen. Nächster Step ist das Entfernen der Federführungsstange. Dazu die Stange einfach nach vorne drücken und nach hinten abziehen, zusammen mit der Hülse. Haben wir das erledigt, lässt sich jetzt der Außenlauf ganz einfach aus den Schlitten ziehen. So, und damit haben wir die R28 von Army Armament auseinandergenommen. Seitlich am Lauf sehen wir hier die Hop-Up-Justierung. Die Einstellung geht sehr leicht vonstatten, eventuell ein bisschen zu leicht und es kann sein, dass das Hop-Up sich nach längeren Schießen verstellt. Ich konnte jedenfalls in der Hinsicht nichts Negatives feststellen. Apropos Hop-Up, im Lieferumfang ist ein GBU-Hop-Up-Gummi mit dabei, da das Verbaute hier wohl nicht so gut sein soll und schnell schlapp macht. Also ich würde euch raten, schießt erstmal mit dem Hop-Up. Wenn es dann die Hufe hoch macht, könnt ihr dann zum GBU-Gummi wechseln. Der Outer Barrel besteht aus blankem Aluminium und hat hier vorne die Andeutung eines gezogenen Laufes. Das macht die ganze Geschichte etwas authentischer. Ja, und an der Patronenkammer, das hatte ich bei den Markings ja schon gezeigt, haben wir hier die Angabe 45 ACP. Die Federführungsstange ist zweiteilig. Der vordere blanke Teil besteht aus Stahl und ihr habt es ja gesehen, bevor ihr die R28 auseinandernehmen könnt, müsst ihr die Federführungsstange vorher auseinanderschrauben. Werfen wir noch einen Blick in das Innere des Schlittens. Hier sehen wir den Nuzzle aus Kunststoff. Der arbeitet wirklich hervorragend, ohne Probleme, dichtet auch ordentlich ab. Und hier können wir auch mal einen Blick ins Innere des Schlittens werfen. Auch von innen ist die Army Armament ganz gut verarbeitet. Ich zeige euch zum Schluss auch nochmal das Griffstück von innen. Hier sehen wir auch nichts Außergewöhnliches und das liegt halt auch daran, ich hatte es ja schon gesagt, dass es sich hier bei der Army Armament 1911er um eine Tokyo Marine kompatible 1911er handelt. Sollte also etwas defekt sein oder wollt ihr etwas verbessern, dann steht euch die, ja, die Welt der TM-Teile offen. Somit ist die Army Armament 1911er nicht nur eine günstige und funktionierende Einsteiger-Gas-Blowback, sondern auch für die Profis sehr interessant, denn die haben hier eine günstige Basis, um sich daraus zum Beispiel eine schöne Custom 1911er zu bauen. Und da sind wir bei den Pro und Contras angekommen. Heute die Army Armament R28
Warrior. Ja, und ich muss sagen, ich hatte ein wenig Vorurteile. wie soll ich sagen? 98 Euro, dachte ich, okay, was soll da, was soll das? Naja, jedenfalls habe ich sie dann bekommen, die 1911 waren. Ich muss sagen, ich war absolut überrascht und ich bin jetzt eigentlich immer noch überrascht. Wir haben hier wirklich ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das ist, glaube ich, in meinen Reviews das erste Mal, dass das gleich an erster Stelle bei meinen Pro und Kontras kommt. Pros, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier absolut. Wir haben hier Tokyo Marui-kompatible Teile. Ihr könnt also bei Bedarf hier austauschen, wenn was kaputt ist. Ihr könnt es euch aufmotzen. Ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Die 1911er ist Vollmetallbauweise. Die Funktion ist einwandfrei, störungsfrei, flutscht wie ein Zäpfchen. Ich habe hier echt nicht einmal ein Problem mit dem guten Stück hier gehabt. Das verbaute Hop-Up-Gummi soll nicht so gut sein, aber dafür hat euch ja Sniper auch noch ein Hop-Up-Gummi von JBU bereitgelegt. Falls das Originale hier die Hufe hochmacht, könnt ihr das von JBU verbauen. Also von der Seite seid ihr auch total sicher, denn das Trefferbild auf 10 Meter war auch in Ordnung, kann man echt nicht meckern. Dann der Blowback, der Kick, richtig ordentlich, richtig satt, hat mir richtig Spaß gemacht. Und was ich auch ganz toll finde, ist hier der Trigger, der Abzug. Er ist zwar ein bisschen locker hier im Griffstück drin, aber dafür hakt er nicht. Und der Druckpunkt ist eigentlich auch total in Ordnung. Man kann ja wirklich ohne Störung hier einen Schuss nach dem anderen wegballern. Macht richtig Spaß. Ja, also von daher bin ich total zufrieden. Und ja, kommen wir zu den negativen Punkten. Da gibt es auch ein paar. Klar, muss man machen bei dem Preis. Gibt es auch ein paar Sachen, die man bemängeln muss. Und zwar ist mir rein optisch schon mal aufgefallen, die Griffschalen, die sehen so ganz gut aus, aber hören sich ziemlich hohl an und fühlen sich auch ziemlich günstig an. Also das wäre, glaube ich, das Erste, was ich hier an der 1911er ändern würde, dass ich mir hier andere Griffschalen ranmache. Aber wie gesagt, das ist eigentlich kein Problem. Für den Preis von 98 Euro müsst ihr natürlich auch ein paar Abstriche machen, was die Qualität angeht. Wir haben hier keine 1000 Euro Inokatsu oder KWC, KWA 1911er hier, sondern das ist Army Armament. Das sind so Abstriche, die vollkommen in Ordnung sind und ich sehe da einfach ja nichts Dramatisches oder Schlimmes daran. Was noch so ein bisschen komisch ist zum Beispiel, weil wir bei diesen Abstrichen sind, die man machen muss bei dem Preis, hier die Sicherung ist ein bisschen wackelig und zu leichtgängig. Das könnte ein bisschen strammer sein, denn die vordere Visierung ist auch ein bisschen wackelig. Der Abzug, der klappert. Und wie die Haltbarkeit ist, wird die Zukunft zeigen. Also mein Review hat es ausgehalten. Von daher schon gar nicht mal so schlecht. Und ich hatte euch ja gesagt, ihr könnt hier dank Tokyo Marui Kompatibilität alles austauschen. Ja, und das waren meine Pros und Kontras. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu meinem Fazit und der Kaufempfehlung. Also mit der Army Armament 1911 R28 Warrior bekommt ihr hier wirklich ja, einen günstigen Einstieg in die Welt der Gas Blowback Pistolen. Von der Qualität und von der Verarbeitung her muss man natürlich bei dem Preis ein paar Abstriche machen. Aber ihr seht, rein optisch sieht die wirklich richtig edel aus. Sie funktioniert wie ein Zäpfchen, flutscht 1A, hat keinerlei großen Störungen. Man kann natürlich ins Detail gehen und da ein bisschen was finden, aber das ist, finde ich, wie gesagt, für den Preis von 98 Euro überhaupt nicht dramatisch. Je mehr Geld man auf den Tisch legt, umso besser wird natürlich das Material, die Qualität, die Haltbarkeit und die Verarbeitung. Aber wer sparen muss und dennoch Freude am Gas Blowback genießen will, der ist bei der Army Armament
R28 gut aufgehoben. Wer genug Geld hat, der kann natürlich in die Mittelklasse oder in die Mercedes-Klasse wechseln und sich da austoben, wie immer er möchte. Aber, wie gesagt, dank der Tokyo Marine kompatiblen Teile gibt es hier mehrere Varianten. Entweder ihr habt einen günstigen Einstieg, könnt sie bei Bedarf reparieren oder könnt diesen günstigen Einstieg nutzen, um euch daraus eine abartig geile Custom 1911er zu bauen. Oder, und jetzt wird es richtig pervers, für jemand, der eine Plastik Tokyo Marui hat und möchte gerne auf Metallteile umrüsten, ja, der kann auch diesen Weg gehen und das gute Stück hier ausschlachten, um seine Marui ein wenig aufzuwerten. Wie auch immer, egal was ihr macht, ich finde einfach, für den Preis von 98 Euro kann man hier echt nichts falsch machen. Und von daher, ja, gibt es von mir einfach mal eine satte Kaufempfehlung. Tja, und das war mein Review gewesen von der Army Armament R28 Warrior. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt beim Review. Ich hatte viel Spaß und ich war auch sehr positiv überrascht. Herzlichen Dank geht nochmal raus an die Firma Sniper AS, die mir hier diese Replik für ein Review zur Verfügung gestellt haben. Und ein zweiter Dank an Sniper AS geht raus für, ja, da ist noch eine kleine Aktion am Gange. Die seht ihr dann im nachfolgenden Video. Hat was mit diesem Review hier zu tun. Ich hoffe, ihr habt gut und aufmerksam hier aufgepasst und bis zum Schluss geguckt, weil das könnte entscheidend sein. Falls ihr dieses Review noch mal sehen wollt, könnt ihr euch das natürlich noch mal anschauen und wäre vielleicht auch gar nicht schlecht. Ja, lasst euch überraschen. Okay, das war's gewesen. Ich blende euch noch meinen Abo-Knopf rein, falls ihr es noch nicht abonniert habt, diesen wunderschönen, herzlich tollen Kanal. Drückt mal drauf, würde mich total freuen. Ansonsten unten gibt es noch einen Link für ein weiteres Video von mir. Das war's gewesen. Herzlichen Dank und wir sehen uns beim nächsten Review wieder. Macht's gut, euer Bruce.